In diesem Video zeige ich dir, wie man gegen Star-Lord, den Boss, antreten. Ich habe dazu natürlich Dr. Doom genommen. Wenn du ihn nicht hast, dann kannst du andere Champions nehmen. Wichtig ist natürlich, dass man einfach am besten mit schweren Attacken kommt und relaxed kämpft und oft pariert. Und wenn du ihn torkelst, dann kann er gewisse Buffs nicht aktivieren. In dem Fall ist es der Unaufhaltsamkeitsbuff. Natürlich kannst du auch der Hood nehmen oder Symbion Supreme, also oder auch Juggernaut, also hauptsächlich Champions, die torkeln, damit er seinen unaufhaltsamen Buff nicht hat. Ich habe aber natürlich hier in den Fällen versucht, hauptsächlich wegen der Skandal, die sich sehr schnell lädt, Dr. Doom zu nehmen, und hatte ja auch am Anfang Schwierigkeiten, denn es ist nämlich ganz witzig, wenn man nicht nach unten schaut auf die Superkraftleiste, kann man schnell übersehen, dass er sehr schnell laden tut, die SK3. Von daher bitte aufpassen, mir ist da ein Fehler passiert. Ich habe Glück gehabt, dass ich einen Dr. Doom Rang 3 habe, 6 Sterne, und der Star-Lord dann mich nicht ganz zerfetzt hat, sage ich mal so. So, ich habe jetzt hier dann sehr oft getorkelt, wie du siehst. Ich torkel immer die ganze Zeit. Er löst halt eben die Superkraft aus und tut alle Torkeln sozusagen zunichte machen. Das ist auch ganz wichtig. Von daher ist es besser, der Hood zu nehmen sogar. Ich habe den Kampf mit der Hood auch mal gemacht. Da ist es sogar noch besser, gegen der Kampf. Aber Dr. Doom mag ich halt sehr, weil ich ihn auf Rang 3 habe und da leicht halt immer durch Torkeln sehr oft torkeln kann. Wie man sehen kann, ich kann ihn in die Ecke treiben und am Ende habe ich mit einer SK2 ihn besiegt. Und das war's auch schon von dem Video. Wenn es dir gefallen hat, nicht vergessen, abonnieren, liken und ja, in der Beschreibung kannst du den Rest lesen. That's it.